in meiner Pause. Ich habe die schon bemalt. Leute, Madame Klitschnass ist unterwegs. Mein Bruder und ich, wir waren gerade mit meinem Neffen unterwegs. Und es war so, wir waren so ungefähr eine Minute von meiner Haustür entfernt. Und ich sag so, boah, die Wolken gehen ganz schön schnell, so ziehen ganz schön schnell hier lang. Sagt er, ja, auf jeden Fall, kann man richtig beobachten. Ich sag, oh Ramon, guck mal, da hinten regnet schon. Eine Sekunde später hat es bei uns geregnet. Und in 2 Minuten sind wir einfach klitschnass geworden. Ich habe mich schon umgezogen. Ich habe zu Ramon gesagt, verdammt, ich wollte noch das Video drehen. Ja, mache ich jetzt auf jeden Fall trotzdem. Mit nassen Haaren. Die My Little Box ist bei mir eingezogen, schon vor 2 Tagen. Deswegen ist es so wichtig, dass ich das jetzt mache. Also lass dich nicht von meinen nassen Haaren stören. So, jedenfalls ist die am Start. Und ich würde sagen, wir packen die aus. Wie gesagt, die ist schon seit Dienstag oder Mittwoch ist die schon bei mir. Dienstag. Okay, wow. Die lassen sich immer was anderes einfallen, ne? Jetzt ist es hier so eine, wie nennt sich denn das? Metallbox, Junge. Da kam auch schon mal ein Stoffbeutel, da kam auch schon mal alles in der Kosmetiktasche. Es kommt aber auch manchmal ein normaler Karton. Aber das ist schon sehr cool. Ich glaube, das Thema, ich bin ja wieder nicht gut informiert, aber ich glaube, das Thema ist Weekend, steht ja hier drauf. Ja, wie immer gibt es hier so eine mega süße Zeichnung. Sweets and Cakes, cool. Okay, ich würde sagen, wir fangen, also es sieht hier erstmal so aus. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ganz obersten an. Okay, sieht erstmal so aus, ist nochmal eingepackt, ist eine Brieftasche. Tatsächlich. Die ist ja sweet. Also keine Ahnung, ob wirklich jemand so eine Geldtasche benutzen würde. Aber die ist schon irgendwie niedlich. Wie gesagt, ich habe so viel Karten und so viel Zeugs bei mir. Ich brauche so ein großes Portemonnaie. Aber grundsätzlich finde ich das schon süß, wenn man mal irgendwie mit ein bisschen Kleingeld zum Bäcker geht oder so. Ja, auf jeden. So, das zweite lose Produkt, was ich hier raushole. Es war klar, dass du das wieder einreißt, Bibi. Das war so klar hier. Mando. Das sieht nach was Stoffigem aus. Ach, hör auf, sind das Socken? Ja, weiß ich jetzt nicht. Es sind Socken. Ist schon irgendwie eine komische Vorstellung, dass sie Socken reinpacken. Aber, was steht denn hier drauf? Queen Dancing. Ach, Dancing Queen. Wow, das hat richtig lange gedauert. Finde ich eigentlich irgendwie süß. Ja, doch, warum nicht? Hat man sonst, glaube ich, in keiner Box, dass man irgendwo Socken drin hat. Kann man schon mal machen. Dancing Queen. So, und jetzt hole ich wieder diesen berühmten Stoffbeutel raus. Mal gucken, was wir hier drin haben. Ich hole mal das, was rausragt, schon mal raus. Okay, das ist ein Produkt von Rituals. Okay, abgefahren. Wenn du den Rituals Adventskalender nicht gesehen hast, den ich ausgepackt habe, kannst du auf jeden Fall gerne mal vorbeigucken. Ja, das ist hier so ein Duft-Ding, so zum Hinstellen. Weißt du? Ich kann mir ja gerne mal den Duft geben hier. Rituals, achso, das ist zu. Mache ich das jetzt auf? Nein, ich lasse es zu. Aber diese Ayurveda-Duftrichtung kennen wir ja. Falls du die Glossybox von mir gesehen hast, da war ja auch was mit Rituals drin. Da war auch die Ayurveda, also diese rote Duftrichtung drin. Und die riecht, finde ich, persönlich sehr angenehm. Aber letztens hat mir irgendwer gesagt, ah ja, meine Freundin hat mir gesagt, die fand die Duftrichtung nicht so geil. Vielleicht finde auch nur ich sie geil. Genau. So. Das nächste Produkt ist, ja, jetzt bin ich wieder aufgeschmissen. Gil Netto Yant.
Ach, hier. Reinigungsgel. Die Textur. Ein cremiger Schaum. Die Wirkung. Eine porentiefe Hautreinigung morgens und abends. Die Utensilien. Deine Finger. Ja. Und wenn du möchtest, ein Peeling-Accessoire. Das Ergebnis. Ein frischer Ton. Für sich frische Haut. Ja. Reinigungsgel ist, glaube ich, cool. Ja, ja. Nur falls es dich interessiert, weil viele von euch ja auf die Adventskalender warten. Ich habe jetzt den MAC-Adventskalender bestellt. Ich denke mal, der kommt in den nächsten 2 Wochen. Und ich habe den Juweli-Adventskalender bestellt. Der wird aber erst Ende des Monats losgeschickt. Also ich vermute mal, dass der erst im Laufe des Novembers hier eintrifft. Sehen wir dann. Wow, das ging diesmal irgendwie mega schnell vorbei. Ich habe hier gerade das letzte Produkt rausgeholt. Und das ist ein Real Tea Tree Mask Sheet Skin Shooting. Okay, ein Skin Shooting. Das ist auf jeden Fall was ich benutzen kann, weil es ist eine Tuchmaske, die mich nicht viel mehr Aufwand kostet. Ich kann noch mal kurz rausfinden, was die kann. Kann ich das wirklich? Nein, ich kann es leider nicht rausfinden, aber es ist eine Tuchmaske. So, ihr Hübschen, ich zeige euch das jetzt noch mal von dicht. Also wie gesagt, das ist so eine Metallbox. Dann ist hier immer das Tütchen. Finde ich super, dass die da so nachhaltig sind und so einen Stoffbeutel mitschicken. So, hier sind die coolen, wie heißen sie nochmal? Socken. Und die sind auch hier von innen so glitzerig. Kann natürlich auch sein, dass das dann auch ein bisschen kratzig ist. Aber grundsätzlich ist es schon irgendwie lustig, Socken drin zu haben, oder? So, dann haben wir hier nochmal, wie gesagt, dieses Rituals Duftspray. Wie heißt es denn? Nicht Duftspray, Duft. Raumdufte. Was? Raum. Na, du weißt schon, raumgut duftendes Dings. Genau. Dann haben wir hier das Reinigungsgel. Die Maske. Wie gesagt, das Portemonnaie. Und hier waren die Socken drin. Also ich muss dir sagen, ich finde es eigentlich eine ganz coole Box. So. Ja, wie gesagt, das finde ich einfach saucool. Das glaube ich, also wenn ich den Adventskalender jetzt nicht hätte, würde ich mich mega freuen. So freue ich mich so semi, weil ich habe es ja schon mal. Reinigungsgel, ja, ich versuche das immer regelmäßig zu machen, aber die Maske finde ich auch ganz gut, aber für mich kein Highlight. Das Portemonnaie ist irgendwie auch süß, aber habe ich jetzt nicht so im Gebrauch. Aber die Socken sind natürlich schon irgendwie cool. Auch wenn ich erst gedacht habe, na, ich weiß nicht, aber irgendwie eigentlich schon. Das heißt, ich finde es eigentlich ganz okay. Ich glaube, es gibt Menschen, die freuen sich mehr darüber, weil die einfach mehr damit anfangen können. Aber ich finde es eigentlich ganz okay. Genau, das war's mit dem Video. Du kannst mir ja gerne mal sagen, wie du das findest, was du so von der Box sagst. Ich glaube, die kostet, wenn ich mich nicht täusche, da ich es zur Arbeit schicken lasse, ist es 1 Euro günstiger. Ich glaube, ich zahle 17 Euro. Ich glaube, ja, 17 Euro zahle ich. Cool. Also, wenn dir das Video gefallen hat, dann darfst du mir gerne einen Daumen nach oben dalassen. Das würde mich sehr freuen. Ich blende dir hier nochmal 2 Kommentare ein, über die ich mich sehr gefreut habe. Ich freue mich immer, wenn ihr so viel kommentiert und so aktiv seid. Und genau, damit würde ich sagen, die nächsten Videos sind wahrscheinlich wieder Adventskalender-Videos. Also schau da gerne auf jeden Fall vorbei, wenn dich das interessiert. Und auch nach dem Advent kommt natürlich weiterhin auch genug, ne? Okay, Leute, damit verabschiede ich mich von euch und wünsche dir einen schönen Tag, Abend, wann auch immer du das siehst. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssing!